Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie die großen Medien über Annalena Baerbock täuschen. Sie behaupten, das 360-Grad-Zitat, es wäre ein Versprecher gewesen, was es aber in Wahrheit nicht war. Und außerdem geht es darum, wie Annalena Baerbock das Ansehen Deutschlands ruiniert, was auch direkte Folgen hat. Das Zitat ist schon alt und ihr habt wahrscheinlich schon viele Videos darüber gesehen, aber aus meiner Sicht ist es so schwerwiegend, dass auch wenn das vielleicht nicht mehr viele Leute angucken, ich es trotzdem nochmal dokumentieren will. Was ist passiert? Schauen wir uns jetzt im Folgenden noch einmal den O-Ton von Annalena Baerbock an. Your answer is there any chance of Ukraine being safe in the long term if Vladimir Putin is still leading Russia? If he doesn't change by what, 360 degrees? No. By what, 360 degrees? No. But everything that happened over the last year, and it's truly remarkable what's happened over the last year, not just in terms of the Ukrainian willingness and capability to fight, but even in Germany, and yet he does not appear to have gotten the message at all. Well, I didn't say no without this half sentence beforehand, because I believe in humans and I believe in human beings, and we have changed by 180 degrees because we decided on February 27th, and this is why I'm always referring to this, that we changed totally our export policy with regard to weapons. Before, also myself, I said no, we are not living in conflict areas. But this is a good thing about human beings, if you're still a human being and if you still see the suffering, that you can say either I've made a mistake. And I mean, if you never learn from mistakes, you will never end the phase of being a baby. But also, if you recognize, well, this might have been right in the past, but now the world has changed. And on the 24th of February, at least my world, I think all of our world, has changed totally. And then we reflected and said, if our world has changed, our European peace order has been under attack, which I never had to realize in all my life living in Western Germany and being born there. So when we realized this, that we woke up in another world, we said, obviously, the policies from before won't work anymore with regard to our understanding of weapon delivery. This is why we changed by 180 degrees. And if President Putin, and this is why I said it in the beginning, it's in his hand. He can make his own decision. He can decide that he changes his course by 360 degrees tomorrow. The whole world would be happy again. Stop the bombing. It's in his hand. And this is why I also think that we should really differentiate. And I'm really thankful to Tony. And he said that first time in Security Council in September. We always have to differentiate who is the aggressor and who is the victim. And if we start to blame the victim, then the aggressor wins. But we can give the aggressor the chance, and we ask him every single day of the last year, please change your mind. So we asked him again, please change your mind. And if he changes his mind, then we have peace again in Ukraine and in the world. And if he doesn't change his mind, we stand on the side of Ukraine until they have freedom, peace and liberty again. Was ist hier auffällig? Es wird sofort deutlich, dass sich hier eben nicht um einen Versprecher handelt, dass sie eben 360 Grad schnell gesagt hat, aber 180 Grad gemeint hat. Sondern sie sagt, sie hat sich selbst um 180 Grad gedreht und das Wort 180 Grad und 360 Grad erwähnt sie jeweils zweimal. Das heißt, es wird hier ganz eindeutig deutlich, dass sie denkt, 180 Grad ist dann eine große Wende, eine große Kehrtwende und 360 Grad wäre dann eine noch viel stärkere Kehrtwende. Und aus meiner Sicht, das ist ein so niedriges Niveau, das ist wie wenn ein 10-jähriges Grundschulkind irgendwas erzählt. Und aus meiner Sicht, das ist so niveaulos, dass man zurücktreten muss. Die ganze Welt lacht sich ja auch kaputt darüber. Und Deutschlands Ansehen leidet dadurch massiv, weil es Deutschland lächerlich macht.
Deutschland, das Industrieland der angeblichen Dichter und Denker. Und dann haben wir hier eine Frau als Außenministerin, die von irgendwas redet, wovon sie keine Ahnung hat. Und jetzt möchte man Mitleid bekommen mit Annalena Baerbock. Ja, die Arme, sie ist überfordert. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Frau sehr gut ihre Ellbogen einsetzen kann und machtstrategisch gar nicht kleinkindlich ist, sondern sich das skrupellos durchbeißt und sie auf diese anderen Dinge einfach gar keinen Wert legt. Es ihr egal ist, sie sich darauf nicht konzentriert, sondern sie konzentriert sich darauf, die anderen Leute wegzubeißen, sich in der Kanzlerkandidatur durchzusetzen und strategisch, ja, Seilschaften zu knüpfen und sich eben durchzusetzen und alles dafür zu tun, erfolgreich zu sein, in dem gegebenen Rahmen, den sie vorfindet. Und deswegen darf man aus meiner Sicht diese Frau nicht unterschätzen. Und trotzdem macht sie natürlich Deutschland lächerlich, weil man sieht, was sind das für Leute, das sind Ellbogenleute, die sich aber für Kultur gar nicht interessieren und eben dumm daherreden und es den Leuten nicht auffällt. Und es ist ja kein Einzelfall. Zuvor hat sie davon geredet, von hunderttausenden Kilometern entfernten Ländern, vom Rohstoff Kobalt, und es nimmt ja kein Ende. Es ist aber natürlich trotzdem gut für uns, für die alternativen Medien, weil an dem Beispiel Annalena Baerbock kann man den Leuten ganz leicht zeigen, dass die großen Medien täuschen. Indem sie das nicht klar benennen, was hier passiert ist, wie gravierend das ist, dass es eben kein Versprecher ist, oder auch als Versprecher wäre es peinlich genug, aber dass es kein Versprecher ist, sondern dass es Unwissen ist. Man kann es den Leuten hier schwarz auf weiß zeigen und dann sehen sie mit einem Schlag, die Medien täuschen. Man wird durch die Medien nicht informiert, durch die großen Medien. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.